Hallo. Und hallo. Hallo. Und jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Warum seid ihr jetzt da hinten und lasst euch fressen? Niemand lässt sich fressen. Wollt ihr jetzt noch Haie zähmen oder was? Nein! Der soll sich einfach vom Acker machen. Oh, hier ist jemand gelandet. Ich wollte ein Flugtier machen, aber den will ich jetzt doch nicht haben. Hier ist jemand gelandet, das ist der Wichswachs. Ja, ich habe gerade wieder ein Strike-Ei, aber ist auch wieder und so. Du färbst auch in meinem Brutraum. Du färbst deine Dinosaurier. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ja, das auch, aber. Ich bin neutral, aber ich muss dringend aus dem Wasser raus. Ja, der schwimmt hier um die ganzen Fische rum und ich will hier einfach weg wieder. Einfach nur so. Tschüss. So. Ich bin hier auch gerade mal unterwegs zu irgendeinem grünen Strahl, aber ich weiß nicht, wo ich hier hinfliege. Das hier war ich noch nicht. Da bin ich ein bisschen nervös jetzt. So, folgt mir mal, kleines Fischi. Sind die Fleischfresser auch nachts aktiv oder haben die dann die Schlafmütze an? Also eigentlich schlafen die. Also ich sehe nachts eigentlich so gut wie keine Dinos. Ja, ne? Außer die. Hi! Gelogen! Da ist direkt einer toll. Unter mir. Die Fische blocken jetzt meinen Fisch. Lex, ich bringe uns, wenn es klappt, noch einen weiblichen Saurier mit. Weiblichen was? Flugsaurier. Achso, Flugsaurier. Was habe ich denn eigentlich für einen? Männlich oder weiblich? Muss mal unter die Haut gucken. Das Hautröckchen. Oh, ist alles voller Piranhas hier. Wo bin ich denn hier überhaupt? Das ist irgendein Tümpel. Hier. Oh, Ameisen. Wo kommen die denn her? Ameisen. Und Libellen. Reiß dich los da. Kann ich jetzt mal einmal eine Sekunde landen hier? Aber bis in eine Sekunde da. 10.000 Ameisen, 5 Millionen fliegende Scheißer. Kann mir hier mal irgendjemand die Tür aufmachen? Seh nichts und ich komme nicht in diese Fotzenbude rein. Ich habe einen Sattel bekommen von Parasaurus. Schade. Du erfrierst nicht. Wo ist hier die Fotzentüre an dieser Fotzenbude? Das sieht man echt nicht. Das ist echt brutal. Ich bin gleich wieder tot. Einfach weil du Spaß dran hast. So, jetzt ist doch hier ein Fisch weggeschwommen. Jetzt kann doch meiner hinterherkommen, bitte. You're freezing. Wobei ich will aber noch den. Ja, ich friere auch, aber scheiß doch egal. Warum kommt mein blödes Viech nicht hinterher? Mein Leben läuft runter, ich erfriere hier unten. Dann musst du. Wo bist du denn? Zu essen? In Oles Bude jetzt gerade. Ich finde hier kein Feuer, ich finde hier nichts. Kann man denn hier landen? Das Ding ist ja im Wasser. Soll ich dich von unten greifen und zu mir hochholen? Erfriere, bis ich da oben bin. Kann man denn ein Dodo-Egg essen? Ja, klar. Ja, grundsätzlich ja. Gut. Lecker. So, jetzt kommt da die Fackel. Ich hab kein Licht, nix. Oh, ohne Licht ist Kacke. Also ich nachts niemals auf dem Wasser fahren. Niemals. Du erfrierst. Habe ich auch gerade. Ich habe auch gerade gemacht. Mit so einem anderen Tier. Oder der Hai schwimmt um seinen Fisch rum und der klemmt eh fest. Oh Mann. So, jetzt habe ich die anderen Viecher alle abgeschossen und kommst du jetzt mal mit, bitte. Hier, komm. Alles für Fotzenhütten, wo du die Tiere nicht kennst. Komm bitte. Komm bitte. Das war nicht gut. Das war echt blöd, im Dunkeln im Wasser zu landen. Das war echt total dämlich. Ja, du
Du wirst erfrieren, wenn du dich da nicht rausmachst. Boah. Dieses Viech, das macht hier einfach fest. Oh, jetzt habe ich erstmal eine Fackel. Wo ist das schwule Lagerfeuer? Oh, der Bei Alter, Leichen ist nicht drin. Oh wei, ich bin am Leiden. Keine gute Idee gewesen, was ich hier gemacht habe, aber mega bescheuerte Idee. Ja. Oh, das schaffe ich nicht. Oh nein, ich weiß nicht, wo ich bin. Mann, was bin ich gierig. Oh nein, ich schaffe es nicht mehr. Nein, meine Fackel ist kaputt. Was sind denn? Ah, es geht wieder hoch. Wo bist denn du, Wings Max? Da oben in der Steinhütte, ja. Ach, bis dahin schaffe ich es nicht. Oh, was war das für ein Geräusch? Ja, hinter mir hat irgendwas geschrien. Ein Flint finden. Oh, hier, Stein. Ha! Leiter gibt's noch, Flint, ne? Flint. Oh, ja. Also die Delfine eignen... Oder guck mal ins Menü, ob man da irgendwas einstellen kann, dass man die... Dass die ihn wenigstens mit verteidigen, weil zusammen hätten wir es geschafft. Hab den mit meinem Speer malträtiert, Alter. Aber der Fisch hat mir eben nicht geholfen. Ich denke, dass der irgendwo blöde rumstand. Oh Gott sei Dank. Boah, hab ich das geschafft? Ich hab grad eine Mini-Pause gemacht. Mach die Tür zu, Alter. Und dann... Hast du geschafft? Ich hab's geschafft auch, ja. Ich bin halb erfroren, da muss ich zwischenlanden, ja. Weil mein Vogel unbedingt landen musste. Und bin ich gelandet und da kam direkt, was war das, Fliegen oder Libellen oder sowas. Da hab ich direkt angegriffen, musste ich wieder weiterfliegen. Oh Mann. Aber ich hab's geschafft, alles okay. Ihr könnt alle aufatmen. Ja, hier, wo ist denn was zu fressen, Digga? Wo ist denn was zu fressen? Dann ich hol die Bären rein. Alter, der greift meinen Fisch an, wenn ich ins Wasser gehe. Ja, na, weil ich habe. Früchte sind draußen in einem Fressnapf hier. Kann ich nicht raus. Warte? Ich kann nicht raus. Ja, das ist ja gut. Ich hol dir 200 Früchte und dann kannst du dich erstmal voll fressen. Ja, wir essen ja nur Früchte hier. Das ist aber auch eine beschissene Nacht irgendwie gerade. Ist ziemlich kalt, ja? Ja, die ist knallkalt. Und ich bin ja auch noch nackt. Kann das sein, dass du keine Klamotten hast? Ja. Ja, deswegen hast du extrem Verbrennungen. Ich habe zwei Sattel. Kannst dir auch erstmal Grundklamotten. Ist alles gut jetzt. Also hier im rechten Schrank sind sonst so eine Grundklamotten drin. Also ich hier. Ich wollte halt unbedingt mein Zeug wieder haben. Aber was ich aus dem Haifisch rausgeholt habe, ist ein Rezept. What? Der Kalian Soup. This simple vegetarian dish refreshes your body like an oasis. Oasis? Okay. Eine Oase. Help keep you stay hydrated and feel cool. Alles klar. Übrigens hier der kleine grüne Raum, da liegt ein Trike-Ei drin und läuft ein Feuer drin, um das Ding auszubrüten. Okay. Und das geht? Naja, bisher habe ich es immer noch verkackt, aber diesmal habe ich einmal gekriegt, wo es noch günstig war, sage ich jetzt mal. Also hat es 5% Leben verloren und dafür aber schon 10% ausgebrütet. Und ihm ist aber nur kalt, wenn das Feuer nicht an ist. Wo legst du es rein? Bitte, kannst du einmal reingucken hier. Wo legst du es in den Raum da? Das Ei hin? Und mein Twix, weil ich lasse die gerade laufen. Die auf dem Boden? Cooler. Einfach oder was? Die auf dem Boden. Ja, weiß ich nicht, wo legst du es hin? Ich lege, du musst es, darfst es nicht im Inventar. Ich habe bei mir extra eine Bruthütte gebaut, sozusagen. In der Hütte einen Brutschrank mit Feuer und da habe ich das Ei reingelegt. Es gibt wirklich einen Brutschrank? Ich habe einen gebaut. Der heißt in meiner Hütte einfach. Ach, ein Schrank. Ja, da habe ich einfach eine Hütte halt. Einfach nur eine Hütte. Und da habe ich ein Schild draußen dran gemacht, das ist mein Brutkasten. Okay. Glaubhausen hier. In dem. Da haust du das Rezept mal mit rein. Mhm. Ich mach gleich immer eine Runde Skorpion Suche. Ihr habt doch auch schon ein Rezept. Für was? Hey Grave, brauchst du noch Fleisch? So, da sind wir. Also ein Rezept ist auch drin. Ja. Alles was narkotisiert. Jo, guck mal. Ich hab's aufgegeben. Fleisch habe ich eigentlich erstmal keine Nerven mehr.
Man müsste es eigentlich auch ohne Fackel ran können hier. Einigermaßen hell ist es. Ich lasse ihn erstmal ein bisschen hungern, glaube ich. Also, mhm. So. Nee, du kannst das jetzt nicht mehr rausnehmen. Ah. Ich wollte noch fix Kaufland-Werbung gucken. Haust da aber rein, ja. Wird es nicht? Ja, ist schon Viertel 10, wir müssen auf jeden Fall jetzt nachher langsam los. Ja. Und das muss ich jetzt auch ohne den Hund, weil die so bummelt. Muss ich danach mit ihr gehen. Bist du danach da, Seth, oder spielst du wieder eingeschnappt, Trove? Eingeschnappt? Ja, das ist eingeschnappt. Fest, dass du da eingeschnappt bist. Ach so, na dann. Weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Hast du mal geguckt, auf was der Füße steht? Haltet da, Alter. Scheißegal. Wie alles andere auch. Agro. Der steht auf Agro? Nein. Es ist Agro. Agro Berlin. Aber das ist normal, dass die eigentlich... Agro Berlin, du Vogel. Auf Agro stehen. Und du kannst dir als erstes auf neutral stellen. Du bist ein Vogel. Ich würde ihn gerne aufstellen. Hilf mir. Ja, musst du machen. Attack my target. Ja. Penner. Ja, und der das muss ich dann, der Vogel, ey. Muss ich dann mit dem nächsten Fisch machen. Ja, ich hatte da so ganz viele. Sag mal, Grave, kann ich dein Stego hier leveln? Ja, klar. Weiß ja nicht, ob das so irgendwie unbedingt du sein musst. Nö. Ich lock mich aus. Beim Stego kannst du eh nicht viel falsch machen. Ja, Movement. Movement, ey, die lange Schnecke hier, ey. Ich würde ihm aber auf jeden Fall noch Wait machen, damit er noch... Ja. Achso, bin ich jetzt eigentlich an der Durchbackstelle, Digga? Nee, okay. Du liegst gut, da liege ich auch immer. Das ist die einzige Steinplatte, mitten im Raum. Alles klar, dann mal bis später. Ciao. Jo, später. Bis später. Wie viel Narkobären braucht man für Narkotikum? 5. Gammelfleisch haben wir genug. Aber ich gehe jetzt mal kurz mit dem Trike in die Büsche. Oh. Ah. Was suchen. Sag mir, wenn du fertig bist. Damit du was suchen gehen kannst, oder was? Nein. Von wie? Frag mich mal, warum das Ei jetzt Health verloren hat, ey. Hast du's? Jetzt ist Too Hot. Na toll. Lol. Was ist das für ein Ei? Trike, ne? Ja. Ah, okay. Versuch's mal nur, das zwischen zwei Lagerfeuern liegen zu lassen. Ja, ne, ich hab's an einem Lagerfeuer und ihm ist jetzt zu heiß. Ah, okay. Okay, Dilo-Ei braucht eine Lage zwischen zwei Lagerfeuern. Prozess dauert ja auch Ewigkeiten, Alter. Oh ja. Und wenn das Vieh erstmal ausgeschlüpft ist, wird es noch schlimmer. Ja, dann ist es ganz, ganz zart und empfindlich. Weil das kann nichts tragen, das kann nichts ins Inventar groß reinmachen. Weißt du, dass du dich selber frisst? Nee, musst du neben dran sitzen. Muss ich draufsetzen? Ich leg das Ei jetzt einfach mal erstmal in den Kühlschrank. Klein machen, alles vorkauen. Gibt's da so ein Mittel, damit man die kleinen lässt? Kann man die mutieren? Anti-Wachstum, ja. Untergarn. Kolgate? Ja, Kolgate. Geile Beate. Ich leg mich mal auf Hütte hin und schlaf hier. So wie es am schönsten ist.
Schön warm und kuschelig. Ich muss auch noch schnell einkaufen gehen. Die Dingensbummens-Schildkröten haben leider noch kein Ei gelegt. Ich weiß nicht, wie lange dauert denn das immer so? Normales Ei oder Brütei? Ein Ei. Wieso? Gibt's? Wie, erkennt man irgendwie auch Bruteier oder was? Ja, jetzt gibt's ja auch. Nee, erkennt man die. Fertilized Egg ist das dann. Und das hat so, ja, und das hat so einen roten Nebel um sich. Ach so? Meins hatte keinen roten Nebel um sich übrigens. Meins, das ich aus Dexter's Garten geholt habe. Aha. Ja, ich habe mal deine Tierchen dazu gebracht, dass sie sich mal ein bisschen näher aneinander kuscheln. Das darfst du alles machen. Du hast. Ich habe auch nur geguckt. Und ein Rock. Ich habe ja schon gerade eben Beschwerden bekommen vom Dodo. Nee, das war gar nicht der Dodo, das war der. Psst. Der Dilo. Der Guido? Hast du Guido unter den Rock geguckt? Ich wusste immer, dass er einen Schniedel hat. Einen langen, dicken, runden. Jetzt haben wir schon wieder Aufnahme ab 38. Verdammt! Mist! Dammit! Okay, dann geh ich mal. Tschüss. Schnauze. So. Jetzt holen wir mal die Seeds hier raus aus deinem Stego-Staub, nicht Stego, das ist eigentlich kein Staubsauger, das ist ja eher so Mähdrescher, ne? So eine Motorsense oder sowas. Oh, ihr müsst mal noch euren Feldern schauen. Kannst du ja auch umbenennen, Mähdrescher. Welche Felder? Oder Motorsense, oder Sense, einfach Sense. Hinterm Haus habt ihr doch so ein paar Crop-Plots. Hinterm Haus? Haben wir da? Aber sind die noch aktiv? Ich hab doch gesagt, ich hab mich um alles Mögliche bei anderen Leuten gekümmert. Ganz ehrlich, die hatten wir eigentlich links liegen lassen, weil man erkennt gar nicht mehr, was da was wächst oder was wo wächst. Irgendwie kommt da irgendwie nur Unkraut raus. Ne, gar nicht, ist das ja doof. Not seeded. Alles not seeded. Aber was? Dann musst du mal Fertilizer reinmachen, dann ist es plötzlich wieder Backdoop. Ach, die brauchst du auch gar nicht. Wir haben das Beet da unten am Wasser. Das, was kein Wasser hat. Ja. Na toll. Weil unser Klempner Mario. das ist geil. Nicht mehr mit der Wasserleitung reparieren kann. Der kann, da kriegt das nicht hin. Ich kann, ich hab noch keinen Bock mehr dazu. Das hätte dann jetzt auch gesagt. Ja, ich wollte erstmal dein Gehege noch, dass es erstmal fertig ist, damit ich weiß, wie ich da drum rumbauen kann, damit es noch einigermaßen was aussieht. Jetzt bin ich auf der, die zweite Wall drauf. Jetzt kannst du eigentlich schon mal anfangen. Weil jetzt kann nichts mehr rein. Du bist jetzt da dicht. Bis auf zwei Lücken. Ich gehe mal auf eine Suche nach einem Skorpion. Boah, hier ist auch noch so ein schöner Veteranodon. Weiß mit einem schwarzen Kopf. Ja, den habe ich die ganze Zeit nur im offenen Meer gesehen. Ja, der ist hier, direkt am Strand jetzt. Ah, der Taubenkopf. Jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Nee, ich brauche Dodo Kibbel. Weiß? Ich mache nichts mehr ohne. Einen Streifen. Kommst du zu uns? Ich habe Dodo-Eier, ganz viele. Wovor die? Ich weiß, da sind auch Möhren und alles ist da, aber ich. Da können dieser scheiß Stege mal jetzt hier aufhören, ständig um mich rumzulaufen. Ja, ich bin hier auch gerade beim Bronto-Alarm, ey. Überall wackelt und bebt und. Braucht man eigentlich eine Klimaanlage? Also ist das wirklich eine einzelne Erfindung oder was? Oh,
brauchst tektonische Teile dafür. Scheiße. Da ist er noch empfindlicher als man selber. Eigentlich müsste man dem so einen Strickpullover anziehen können. Müsste es häkeln oder stricken können. Ja. Welches Level ist die schwarze Schildkröte? Ich greife hier die ganzen Schildkröten an. Oha. Die schwarze. Das ist nur Level 4. Gut, ich bin dann auch nochmal kurz weg. Ich spiele okay, später. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Skorpion. Irgendwann werde ich einen finden. Oh, ich traue immer noch meinem schwarzen Skorpion mit weißen Scheren. Oh, beim Raptor. Hattest du einen, ja? Ja, das war lustig. Geil. Wir hatten zwei gefunden auf einer Stelle. Und dann sind wir zusammen hin. Wir sind zu dritt hin. Haben die auch wirklich dann gelegt. Haben die auch gezähmt bekommen. Aber wir wussten nicht, wie wir die von dort aus wieder zu uns bringen. Dann haben wir einfach unsere Flugsaurier die Skorpione auf Folgen gestellt. Dann sind die hinter uns her gekrabbelt. Unten in so im Sumpf. Und dann waren so gefühlte 10.000 Tiere hinter denen her. Und irgendwann hast du dann gelesen. Wie hieß der vom Bixi? Herbert? Herbert, oh Mann. Ich glaube, Herbert und Zicke waren tot dann. Oh Mann. Beides von der Titan. Boa. Da war es von Hai sogar, der am Tümpel war? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, es war eine Boa gewesen. Ich meine auch eine Boa. Jetzt bin ich ein bisschen wählerisch für die Skorpione. Weil ich möchte jetzt auch wie was Besonderes haben. Ja, kann ich verstehen. Ich bin so ein bisschen wählerisch mit meinen Dinosauriern. Mein Flugsaurier werde ich so abgeben, wenn ich einen schöneren finde. Aber ich bin so faul in neuen zu. Gerne. Ja, ich auch. Ich gehe ohne Dodo Kevin gar nichts mehr. Das mache ich nie wieder. Komm schon, ihr muss doch irgendwo ein Skorpion sein, das kann nicht sein. Hey, dieser Taming, den geht einfach nicht höher. Was ist denn los? Ja, warte mal, vielleicht sind jetzt hier endlich mal. Nein, natürlich noch nicht. Natürlich sind noch keine Möhren gewachsen. Dauert ewig, der East- und Osten geht's nicht hoch. Okay. Ja, nervt total. Für ein Flugzeug oder was? Ja. Okay. Skorpion, where are you? Welches Level hat er? 14. Boah, ist schon hoch. 14. Okay, ein Level 20er will schon gerne 48 Meter haben. Also müsste bei deinem vielleicht. Reicht locker. 35 bis 40 auskommen. Ja, das reicht locker, das hat er ja schon. Und mein anderer nebendran, der hat auch noch ein paar Softtasche. Was geht denn hier ab? Boah, das ist so geil. Was für eine Szene wie im Comic. Ich sehe plötzlich Dinosaurier hinter so einem Stein herfliegen. Was ist das denn? Da kommt so ein Affenmann und kommt der Affenmann so um die Ecke und geht zurück. Voll geil. Schon da. Und Affenmann ist auch cool. So als Türsteher. Ja, stimmt. Das ist so ein Problem auch noch. Das Türsteher, so, den mache ich dann so ein Z und bitte dürfen die hier nicht rein. Kommst du nicht rein? Was? Da gibt's keine Steine mehr, du Penner. Ich mach dir extra eine Kiste draußen. Nein, ich mache ihn in einem Schrank. Och, das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn die beschissenen? Die sammeln auch automatisch dann Fiber, ne? Wenn die rumlaufen muss. Ich glaube, die suchen gern, oder? Nee, Fiber. Ach, ehrlich? Nur Fiber? Oh. Dann wollen wir die. Aber wenn du auf den Schultern von ihm sitzt, dann reitet er. Also wenn. Dann kann der auch Beeren sammeln. Aber selber sammelt er nur Fiber. Wenn ich jetzt mit Zettchen. Was ich auch geil finde, wenn du hinten drauf sitzt, dann kann er dich über eine Mauer drüber schleudern. Ja, und der wirft dich dann über die Mauer drüber. Das ist ja cool. Wenn ich jetzt mit Zettchen hier wäre, der wird sein Dino direkt anhalten, sein Flugsaurier und so sein Dino Level 0.
und würde erstmal hier das ganze Eisen abschlagen und sagen, du machst das jetzt, du nimmst das mit. Ich habe hier überall Eisen. Ich kann das, ich habe keine Spitzhacke dafür. Nee, ich habe jetzt hier schon so viel Metall gesammelt, ich bin schon glücklich. Aber ich bin so faul, ich bin so faul. Deswegen guckt auch keiner meiner Let's Plays. Ich bin so gierig. Deswegen guckt auch keiner meiner Let's Plays. Die sagen immer, boah, dieser blöde verfickte Denkstuchrad, immer noch so eine scheiß Steinaxt, hä? Ich auch. Aber 60 Eisen in der Schmelze. Ich habe auch keine Steinaxt. Ich habe eine Spitzhacke aus Metall. Aber auch nur für diese gelben Steine. Oh, das ist der Starke. Wahnsinnig stark. Hier ist der Weiße gerade. Nein, ich bin nicht Dodo-Kill. Boah. Hier? Der fliegt hier. Jetzt fliegt auch. Hier fand ich schon immer eine seltsame Angabe in Computerspielen. Wo bist bei du? Bei mir hier. Halt. Hier bei mir. Das da oben? Ja. Wie, du weißt nicht, wo der Grave eben ist? Hier. Mann, das musst du doch wissen, ne? Das stand doch schon damals in der Bibel. Hier. Ja, ganz groß, hier. Auf einer Seite. Hier. Sogar in der Schule habe ich das schon gesehen. Hier wohne ich. Schon auf der Toilette. Nebenan. Aber ich weiß gar nicht mehr, welches Level. Der war 9 oder so. Ach, nö. Erstmal müssen die Karotten da rauskommen. Na, habt ihr Eier gelegt? Zwischen dem blöden Stego, der hier rumtrampelt. Oh, Alter, vergiss dich. Also ich würde mal gerne den Entwickler kennenlernen, der die Idee hatte, die Tiere scheißen zu lassen. Und dann die Köttel aufheben und dann auch noch in die Tasche. Mit Namen. Die Tasche. Mit Namen. Ja, mit Namen, das fand ich gut, ja. Das ist Köttel, ja. Von Dextro. Geil, ich hab den Köttel von Dextro. Epic Köttel. Wien. Die Frauen liefen mir förmlich die Hose ein. Da läuft er. Nein! Ah, oh, ne, ist mit diesem komischen Gift. Glibber, Rotzen, Gold. Grün, Gelb. Ach man, hier gibt's doch wirklich nichts, was ich hier erzählen kann von Skorpionen. Wo sind denn die Kollegen? Ausgeflogen. Boah, wie der sich umdreht hier. Was ist denn das? Ich lande vor so einem Flugsaurier und dann dreht er sich einfach um und geht weiter und sonst. Aber sehr unnötig von. Richtig schlecht unter den Schellen? Oh, richtig gut unter den Schellen? Keinen Skorpion gefunden. Ach nee. So. La Paloma Blanca. I'm just a little sky. So sieht das aber nicht aus bei den Dingsdorfs. Hier ist der Weiße, bei mir direkt. Das ist mir egal! Der Voll ist nicht! Defender Level 4. Ich hab vorhin versucht, einen Level 4er zu zähmen, das hat mir aber... Ähm...
Wo ist denn das ganze Spoiled-Mädchen? Spoiled. Wirklich Spoiled? Ja, Spoiled. Oh Mann, das haben die blöden Dinosaurier auch nichts zu essen. Was hier?